Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir wieder Clash Royale. Und ihr seht schon, es ist eine neue Herausforderung draußen. Nämlich die Duo-Touchdown-Herausforderung. Ich hoffe, da nimmt man nicht sein eigenes Deck. Sonst bin ich irgendwie... Naja, das Deck wäre jetzt auch nicht so ganz schlecht. Ja, das zu mählen. Dann nehmen wir hier erstmal die ganzen Sachen. Ich glaube, Fireball ist da schon ein bisschen besser. Gab schon eine Koboldhütte. Ja, Spawner sind eh schon immer gut, aber ich nehme, glaube wirklich die Koboldhütte. Dann ich lieber die Musketieren, die haben ein bisschen höhere Range. Mein Teammate nimmt statt Elektromage Hexe. Ja, Hexe ist, ja, kann man so nehmen, ist wahrscheinlich auch besser. Ich habe den Golem. Danke. Wir gehen dann hier erstmal links schön rein. Okay, was machen die da rechts? Okay, wir stellen hier mal meine Koboldhütte auf. Ja, mein Teammate hat da auch gleich den Bombenturm hingestellt. Weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel war. Weil das war jetzt auch schon ein bisschen teuer. Nein, der läuft, glaubt doch, oder? Ja, es überlebt da die schöne Princess. Mit 1 HP. Also, das ist nicht so ganz schön toll. Ja, es ist ja endlich tot. War ja auch endlich mal Zeit. Hier, ich hab so ein bisschen Lecken. Ich glaube, wir müssen hier Sugarn Henker hinsetzen, oder? Ja, müssen wir eigentlich. Sie haben die Kanonenkarre down. Sieht auf der rechten Seite auch gar nicht gut aus. Auf der linken Seite kommt jetzt der Magier durch. Oder? Also das war jetzt ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Bogenschützen müssen überleben. War kein schlechter Gedanke. Ja, und ich werde jetzt mal mit meinem Golem mal erstmal hardcore reinpushen. Weil der Golem ist einfach göttlich. Wenn der mal da vorne ist, dann hält den da nichts mehr auf. Der muss nur auf seine Lakaienhorde Acht geben, die vielleicht nicht zum Verhängnis wird. Ja, war die Rakete. Hey, weiß nicht, was ich von der Rakete halten soll. Hat war ein Magier getroffen. Ja, hier die Prinzess stirbt auch. Aber jetzt müssen wir halt mal vorkommen. Das können wir hier vielleicht nicht mehr gewinnen. Was auch wahrscheinlich der Fall sein wird. Das Spiel hier ist vielleicht so ein bisschen verloren. Ich habe ja nochmal einen Fireball drauf. Aber das ist eh verloren. Gut, da kann man jetzt auch... Naja. Verloren ist verloren. So, das haben wir leider verloren. Naja, das ist eine eigene Spielmethode. Da bringen die Trophäen auch alle nichts. Skelettarmee ist, glaube ich, viel besser. Herr Bowler. Ballon? Ja, wir nehmen, glaube ich, Ballon. Henke. Naja, aber... Aber der Dart Goblin schießt auch durch die ganze Map. Der schießt wirklich durch. Weiß ich auch nicht, ob wir Henker oder vielleicht Dart Goblin nehmen sollen. Naja. Was ist denn da besser? Dann nehmen wir mal einen Henker.
Vielleicht könnte es ein Fehler sein, weil der Dart Goblin. Naja, da habe ich es lange überlegt. Und ich glaube, und war, glaube ich, die falsche Entscheidung. Wenn wir ein Prinz ist, dann können wir auch da durch die ganze Map durchballern. Ja, wir haben Lava Loon. Das müsste doch eigentlich ein Sieg sein, oder? Ja, eigentlich. Da ist ja nichts irgendwie. Ja, hier stelle ich da meine Skeleton Army hin. Die wird es dann hoffentlich schon regeln. Naja, hoffentlich. Jetzt brauchen wir hier nur noch den Lava-Hund. Den stecken wir, glaube ich, auf die andere Seite. Ja, wir schauen einfach mal. Vielleicht kommt der Lava-Hund rechts sogar durch. Ja, da muss er nochmal freezen. Hier zappen wir nochmal die Hexe. Kommt der Ballon vielleicht drüber? Der Ballon wäre wahrscheinlich drüber gekommen. Aber der Lava-Hund hat schon früher gemacht. Sagen wir es einfach mal so. Das Match sieht schon ein bisschen besser aus. Würde ich einfach mal behaupten. Okay, Golem. Ja, vielleicht die Skelettarmee. Ist es gut? Ich weiß auch nicht, oder? Ja, Poison. Hier ist es ganz, der ganze Push wieder aufgehalten. Ja, wenigstens stirbt der Dart Goblin noch weg. Hier tun wir mal einen Bowler hin. Das wird dann wahrscheinlich ausreichen. Vielleicht geht die Barbarenhütte sogar noch. Ja, fast down. Nein, fast ist aber auch noch nicht ganz. So, der Bowler wird sich um die Hexe kümmern. Aber dann brauchen wir hier mal ein bisschen bessere Demons. Damit wir dann auch mal in den Angriff übergehen. Soll ich noch einen Ballon setzen? Nee, das lasse ich glaube mal lieber. Bevor hier noch irgendwas Unerwartetes passiert. Dann lasse ich das lieber. Können vielleicht noch irgendwas zappen. Aber der Lava-Pop kommt trotzdem durch. Naja, ja, dann haben wir einen Zap nicht gespielt. Aber mal schauen, wie wir jetzt pushen. Ja, ich bringe hier einfach mal einen Ballon. Hatte ich nichts Besseres auf der Starterhand. Hier bringen wir erstmal, im Notfall können wir noch einen Zap bringen. Aber auch nur im Notfall. Hier, der Golem kommt dann hoffentlich rüber, aber von der Zeit wird es auch nicht mehr reichen. Wenn die jetzt noch einmal drüber kommen. Ja, das war kein schlechter Freeze, aber wir haben trotzdem schon 2 Kronen. Da machen wir das Spiel trotzdem. Das müssten wir eigentlich gewonnen haben. Das haben wir gewonnen. Hier noch eine aggressive Prinzess. Prinzess eher. Dann haben wir schon das erste Spiel gewonnen mit einer Niederlage. Zwar schon. Weiß jetzt nicht. Ja, den nächsten Kampf spiele ich noch mit euch. Golem, das ist eine klare, fast eine klare Sache. Minenwerfer oder Barbarenhütte? Da würde ich mal lieber Barbarenhütte nehmen. Blitz oder Sepp? Ja, dann nehmen wir, glaube ich, den Sepp, ja. Dann den Inferno-Drachen, weil der kann Golem ganz schön runter brutzeln. Der brutzelt und brutzelt und brutzelt und dann ist der Golem weg. Also ganz weg. Wir stellen jetzt als erstes mal meine Barbarenhütte auf. Hier so in die Mitte. Ja, aber die Kanone. Ich glaube, die ist auch nicht schlecht. Da kommt erstmal die Rakete rüber. Lohnt sich aber nicht, 3 gegen... Ja, jetzt müssen eigentlich die Pfeile kommen. Ja, eigentlich schon. Jetzt haben wir erstmal die... Ja, erstmal müssen wir da die...
Bierglob-Dings, ja. Ist wirklich genial. Hier. Texte ist jetzt auch schon weg. So, hoffentlich kümmert sich der Dart Goblin um den Elektromagier. Weil dann ist es gar kein schlechter Push. Okay, der Blitz. War das gerade ein Blitz? Ich glaube, das war ein Blitz, oder? Kommt die Rakete. Ja, die Rakete ging eigentlich, oder? Ja, die ging eigentlich völlig in Ordnung. Aber jetzt fehlt das Elixier bei den Gegnern. Dann ist der Golem drüber. So, jetzt setzen wir am Anfang die Barbarenhütte. Leicht links, dass der Riese auch wieder rüberläuft. Ja, da brauchen wir unbedingt den Tesla. Jeder Tesla kann dann nochmal rüber gehen. Aber auf den Riesen müssen wir Acht geben. Läuft er überhaupt rüber? Ich hoffe mal schon. Ja, der läuft rüber. Jetzt habe ich mir schon ernsthaft Gedanken gemacht, dass der Riese vielleicht nicht rüberläuft. Es steht 1-1 ausgeglichen. Also den Sieg will ich schon eigentlich. Hier bringe ich jetzt mal einen Golem ganz links. Ja, ein Ballon dahinter. Ja, geht eigentlich, oder? Na, da könnte man jetzt einen starken Lightning bringen. Ja, da brauchen wir wieder den Tesla. Der so ein bisschen was macht. Ja, also unser Push ist jetzt schon mal... Der vom Gegner, der Push ist schon mal weg. Ja, mein Mitspieler trifft gar keine Princess. Ja, kann man ja schon mal verfehlen. Aber dafür ist dieser Zepp umso besser. Ich glaube, hier werde ich dann wieder einen Golem spielen. Weil der Golem muss jetzt irgendwie auch mal durchkommen. Ja, hier setze ich dann mal meine Fernodrachen. Der müsste das eigentlich schon gut runterbrutzeln. Ich hoffe, das reicht noch. Müsste eigentlich reichen, aber nein, die Skelette. Das war ziemlich knapp und da rechts ist der Golem durch. Das haben wir gewonnen. Also erleichtert, also das mit den Skelette von der Hexe, das war mega knapp. Das war ziemlich knapp. So, dann den nächsten Kampf zeige ich euch wahrscheinlich nicht. Sehen wir uns im übernächsten, für mich und für euch beim nächsten eigentlich. Wollte ich eigentlich nicht sagen. So, da habe ich den einen Kampf gemacht. Hier die 2000 Gold eingesackt. Und davor habe ich aber leider verloren. Aber danach habe ich zum Glück gewonnen. Jetzt haben wir hier uns erstmal die Quest ein und öffnen die Kronentruhe. Vielleicht kommt da ja was Gutes raus, aber... Ja, es kann ja nicht immer was Gutes rauskommen. Ich glaube, da nehmen wir jetzt den Eiswizard. Dann die Skelettarmee. Sollen wir uns den Lavon oder den Ballon picken? Picken wir, glaube ich, den Ballon. Dann noch der Bombenturm, der ist ja klar, glaube ich, ein bisschen besser. Und hoffentlich gewinnen wir noch die nächsten zwei Spiele. Das wäre schon gut, dann kriegen wir ein paar Karten. Karten sind nämlich immer gut. Aber wir schauen jetzt erstmal, wie unser vollständiges Deck aussieht. Wir beide haben Eiswizard. Wir gehen da erstmal voll in. Schauen, ob ihr hier was... Ja, der Fireball, der war eigentlich recht gut. Der ist ein Klon. Der war ja mal unglaublich. Hier halten wir erstmal die Sachen mit unserem Megalakai auf. Ich glaub's nicht. Der Megalakai war zu langsam.
Ja, soll es mal vielleicht sein. Das war jetzt irgendwie nicht so gut gespielt von mir. Ja, wir müssen es hier erstmal verteidigen. Und ich läuft der Prinz links durch. Sieht gut aus. Nochmal ein bisschen was. Haben wir gewonnen. Also, ja, gewonnen nicht ganz, aber wir haben es ausgeglichen. Eine Krone zu eine Krone. Jetzt haben wir auch wieder den Rambock. Weiß nicht, ob wir nochmal so hart reinpushen. Ich glaube, diesmal reicht es aber auch so. Jetzt setzen sie das ein bisschen genialer. Leider. Aber wird trotzdem nicht reichen. Hoffentlich kommen diesmal auch wieder keine Kobolde durch. Hat der Bronn jetzt wieder vielleicht ist. Ja, das reicht aus. Der X-Bogen schießt noch das ein bisschen weg. Und sollen wir auf der linken oder rechten Seite? Naja, der Zepp. Da kann man eigentlich mal machen. Links deute ich an, dass ich meine Skelettarmee bringen werde. Wo da die Princess steht. Aber das wird schon hoffentlich funktionieren. Nicht so wie mein letzter Move. Der hat ja mal wieder gar nicht funktioniert. Was ja auch eigentlich irgendwie so ein bisschen klar war, oder? Also nur so ein bisschen, mini bisschen. Hier müssen wir noch voll hingehen. So, die Kanone haben wir leider nicht mehr getroffen. Hier brauchen wir auf jeden Fall mal irgendwas zum Abwehren. Das haben wir jetzt so viel wie verloren. Und ich glaube, den Durchgang haben wir auch wieder verloren. Oder er sieht schlecht aus. Also diese Duo-Sachen, die gefallen mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Ja, weil, naja. Hier ballern wir erstmal das down. Ja, ich weiß nicht, was ich zu den Du-Sachen sagen sollte. Ich mag ja eigentlich nicht so sehr. Sind jetzt auch schön gut raus, ausgeschieden. Ich glaube, wenn es nur 50 Juwelen kostet, dann versuche ich das nochmal. Ja, versuchen wir einfach nochmal. Schauen, ob es diesmal vielleicht wirklich besser wird. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, dann nehmen wir den Baby Dragon. Ich brauche nämlich was für die Luft. Da brauchen wir auch irgendwas für den Boden. Die Fledermäuse, die sind, glaube ich, nicht schlecht. Weil die fliegen in der Luft und sind auch noch mega schnell. Also ich glaube, das könnte da was werden. Wir haben schon mal den Golem. Gegen den Rambock haben wir einen Bombenturm. Ja, das sieht irgendwie, glaube ich, nicht schlecht aus. Ja, wenn ich das sage, dann verlieren wir das wieder haushoch. Erkennst du nicht? Wenn das Matchup sehr schlecht aussieht, dann gewinnt man das natürlich. Wenn das Matchup sehr gut aussieht, dann verliert man das. Das war doch schon immer so, oder? Jetzt könnte der Fireball vielleicht sitzen. Hey, sonst könnten wir da nicht durchkommen. Fireball kommt vielleicht. Ja, da kam sogar noch rechtzeitig. Ich setze mir erstmal meinen Baby Dragon aus. Musketier überlebt sogar noch. Also, das ist mal wieder eine erfreuliche Sache. Aber die Kanonenkarre muss sterben. Die muss einfach weg. Ich glaube, den Push haben wir jetzt gut verteidigt bekommen. Aber ja, gut. Aber da kommen auch schon wieder die Elite-Barbaren. Ich mag Elite-Barbaren nicht. Also das ist schon mal klar. Hoffentlich regelt der Bombenturm das. Bombenturm hat es zum Glück noch geregelt, sonst wäre es ziemlich. Sonst sieht es ja ziemlich schlecht aus.
Ja, da muss dann gleich nachher ein Fireball kommen. Und wir gehen einfach von ganz links rein. Das können wir auch noch theoretisch machen. Schauen, ob irgendwas durchkommt. Ja, der Mini-Golem. Aber die Fledermäuse sind eigentlich recht stark. Ziemlich stark sogar. Für das, was die da gemacht haben, sind sie vielleicht ein bisschen zu stark. Ich glaube, da zerben wir jetzt erstmal. Ist hier gar nichts. Wir lassen nichts anbrennen. Ja, da muss jetzt unser Prinz dann kommen. Ja, der Holzfäller überlebt natürlich, das muss so sein. Anders geht's gar nicht. Ich glaube, das haben wir gewonnen, wenn wir hier nochmal einen Bombenturm zur Sicherheit hinstellen. Dann müsste das eigentlich unser Sieg sein. Hier nochmal schnell reinzappen. Sepp kam leider nicht mehr an. Ja, wirklich schade, dass der Sepp nicht mehr ankam. Ich glaube, wir machen dann noch ein letzten Kampf und dann beenden wir diese Folge. Sollen wir uns die Rakete nehmen? Ich glaube, wir warten mal, was unser Teammate den Gegnern gibt. Ob da vielleicht die Rakete gut ist? Vielleicht zum Beispiel X-Bung oder solche Sachen. Da wäre natürlich die Rakete ziemlich gut. Ich glaube, wir nehmen den Zepp. Dann nehmen wir die Keinhorde Hexe haben wir schon mal in unserem Deck. Dann die Musketierin. Dann eigentlich noch den Henker, oder? Die Spear-Goblins kann ich einfach wegzappen und dann sind sie weg. So, ich hoffe ja auch immer. Ich habe einen Golem. Ich habe einen Golem. Ich glaube, den bringe ich jetzt sofort. Kein Riese. Nein. Wenn es links irgendwie voll reingeht, dann hätten wir theoretisch verloren. Nein, das haben wir jetzt auch schon. Das haben wir theoretisch auch schon. Also wir sappen hier vielleicht noch. Außer wir bringen hier vielleicht noch einen ganz guten Sepp. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen was retten. Aber ich glaube eher nicht. So, das Bier. Hier ist schon mal down. Freut mich. Nein, kein Bombenturm. Was sollen wir jetzt dann links haben? Da muss ich freezen. Ja, hier die Bogenschützen. Die müssen da jetzt kommen. Und das ist verloren. Ja, eine Krone ist schon mal weg. Wir können das natürlich noch reißen. Aber das war mit dem Riesen zu viel. Das war zu viel. Weil der Riese und Golem auf einmal auf eine Seite, dann können sie das alles auf einmal wegmachen. So wie zum Thema Rakete wäre stark, wenn man. Wenn die Gegner irgendwie so einen X-Bung oder so haben. Dann spielen wir einfach unseren Minenwerfer aus. Tue ich direkt in die Pfeile rein. So geht das doch, oder? Natürlich so und nicht anders. Ja, der Riese war nicht schlecht. Dann ersetzen wir dann unsere Musketierin. Ich glaube, wir bringen dann unsere Lakaienhorde. Aber dann können wir vielleicht ein bisschen Value geben. Ich glaube, wir bringen die links. So, wir können jetzt da noch was freezen. Hier den Eiswizard haben wir gefreezed. Hat leider nicht so funktioniert.
Sieht doch schon wieder ein bisschen schlecht aus, oder? So ziemlich. Wir müssen jetzt mal in den Angriff übergehen. Das macht der Rambock da, aber jetzt ist er eh schon zu spät. Dann beenden wir hier mal die Folge. Mein Zwischenstand könnt ihr ja dann in der nächsten Folge oder vielleicht so sehen. So, hier bringen wir mal eine Lakaienhorde. Wir freezen dann hier alles Mögliche. Egal was kommt, wir freezen es. So, das holen wir wahrscheinlich nicht mehr auf. 5 Sekunden ist machbar, dann würde ich mal sagen, war es das von mir für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal und ja. Ciao.